Hallo, willkommen bei American Bakery in Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Buttercreme-Torte für einen 40. Geburtstag. Das ist zum Geburtstag für meinen Schwager. Also, alles Gute zum Geburtstag, Johannes, und legen wir los. Das ist Kürbis-Gewürzkuchen und Schweizer Meringue-Buttercreme. Meine Butter war sehr gelb, also das ist, warum die Buttercreme ziemlich gelb ist. Ich strich die Torte einmal. Und dann noch einmal. Ich färbte auf Buttercreme mittel- und dunkelblau. Dann tat ich sie in Spritzbeutel. Das mittelblau mit einer mittelgroßen Sterntüle und dunkelblau mit mittelgroßen und kleinen runden Tülen. Ich benutzte Buchstabenausstecher, um die Zahl 40 in der Mitte reinzupressen, sowie die Wörter Happy Birthday mit einer Wortpresse. Diese konnte man nicht so gut an der Kamera sehen, aber sie waren sichtbar genug in echt. Ich spritzte über die Linien mit dunkelblauer Buttercreme. Dann spritzte ich eine Perle-Bordüre unten an der Torte mit dunkelblau. Dann spritzte ich kleine Wirbel mit ungefärbter Buttercreme. Ich spritzte dunkelblauen Perlen unter den Wirbel. Ich spritzte eine Reihe Sterne über die untere Bordüre mit Mittelblau. Und noch eins weiter oben. Ich spritzte auch ein paar Wirbel in der Mitte an der Seite der Torte. Dann spritzte ich ein paar dunkelblauen Perlen zwischen den Wirbel. Ich tat weiße Sterne dazu unten an der Bordüre. Nochmal oben. Und nochmal an der Sternbordüre unten. Dann spritzte ich ein paar mittelblauen Wirbel oben auf der Torte und ein wenig weiß obendrauf. Ich liebe diese Torte. Es ist sehr schön und sehr passend für einen Geburtstag für einen Mann. Ich liebe die Details an der Seite und die Wörter obendrauf sehen sehr schön aus, dank die Wörterpressen. Alles Gute zum Geburtstag, Johannes!
Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerandgermany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für eine neue Torte jede Woche, aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben.